Hallo zusammen. Ja, ich sehe heute wieder aus wie im tiefsten Winter. Langer Pulli, Schal. Ja, ist gerade mal wieder kurz Winter. Aber, ja, und ich habe mir heute einen Zopf gemacht, weil mir letztens jemand geschrieben hatte, dass ich in meinen Videos nie Zöpfe trage. Ich fand das irgendwie lustig, weil ich im Alltag und gerade auf der Arbeit immer Zöpfe trage und in den Videos dann ausnahmsweise mal offene Haare, weil ich ja sonst halt nie so wirklich offene Haare, obwohl eigentlich jetzt öfter, weil ich habe ja eigentlich gesunde, schöne Haare, von daher mache ich das jetzt öfter. Aber ja, das nebenbei am Rande. Auf jeden Fall habe ich heute wieder ein ganz anderes Thema für euch. Und zwar wollte ich heute mal über meine Schlafparalyse mit euch sprechen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich das hatte, gar nicht, dass es sowas wie eine Schlafparalyse gibt. Das habe ich dann irgendwie gegoogelt. Und zwar ist das passiert, also für die, die es noch nicht wissen, beziehungsweise mich neu abonniert haben, vor knapp einem Jahr ist meine Mutter gestorben, überraschend. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, ich weiß nicht, ob das was Psychosomatisches ist. Ich möchte jetzt auch nicht mega wissenschaftlich da ins Detail gehen, ich möchte euch einfach nur erzählen, was ich da erlebt habe. Und ja, was ich definitiv sagen kann, so eine Erfahrung ist unglaublich beängstigend. Also ich weiß noch, dass, als ich das erlebt habe, das war... Ich hatte mega Schiss in der Buchse. Also, es war morgens und der Körper, habe ich jetzt soweit gelesen, wenn du schläfst, hast du ja verschiedene Schlafphasen. Also Tiefschlafphasen, die REM-Schlafphase, Traumphase. Und in der Traumphase ist der Körper gelähmt quasi. Also eure Augenlider sind noch quasi aktiv, dann bewegt man ja so, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, die Augen so hin und her, wenn man träumt. Und die sind quasi noch aktiv und natürlich eure Atmung, weil sonst würdet ihr ersticken. Und der Rest ist halt gelähmt, denn wenn ihr halt träumt, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, vom Balkon fliegen könnt, ne, verhindert der Körper, dass ihr wirklich das umsetzt oder euch die Pulsadern aufschneidet, was weiß ich. Ne, jetzt halt mal ganz extrem. Und da ist euer Körper halt gelähmt. Und es kann passieren, wie bei der Schlafparalyse, dass man quasi... Ach, wie erkläre ich das jetzt am besten? Dass man innerlich auf... Also bei mir war es wirklich so, dass ich aufgewacht bin, meine Augen waren offen, aber mein Körper war gelähmt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde ersticken. Ich kriege keine Luft mehr. Ich hatte das Gefühl, irgendwas richtig Schweres ist auf mir drauf. Irgendein Riese sitzt auf mir drauf. Und ich habe mich immer im Kopf gezwungen, du musst dich bewegen. Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt irgendwie das Ende, so... Fängt das an, dass jetzt gleich Sense ist, Schicht im Schacht in dem Gelände. Und ich war, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie viel Schiss ich da hatte. Außer natürlich, ihr habt es selber schon mal erlebt. Also dieser Zustand, der ging für mich wirklich gefühlt Stunden. Also die Zeit hat sich gezogen, als ich wirklich dieses lähmende Gefühl hatte. Und das ist so ein widerliches Gefühl, Leute, ich kann es euch gar nicht sagen. Also man ist wirklich wach, man hat wirklich Bewusstsein, aber hat das Gefühl, man ist kurz vorm Abnippeln, weil man sich halt nicht bewegt, man kann sich nicht bewegen. Und halt auch mit der Art, man atmet, ich habe gelesen, natürlich atmet man, aber man spürt es nicht richtig. Und das war einfach das, das hat mir Herzklabas dann gegeben, Leute. Und dann irgendwann hat das wirklich in meinem Kopf und in meinem Körper gerattert und ich habe Panik bekommen und durch diese Panik, denke ich mal, hat sich dann diese Lähmung gelöst und ich bin wirklich so, das ist wirklich wie so ein Schock durch meinen Körper gefahren und auf einmal war wieder alles da und ich war so perplex, so verwirrt und ich wusste halt wirklich nicht, was es ist und dann habe ich halt irgendwann gegoogelt so Lähmung, bla bla bla, irgendwie sowas und da bin ich halt auf diese Schlafparalyse gekommen und ich habe mir das alles durchgelesen bei Wikipedia und sonstigen Seiten und ich denke, das trifft vollständig auf mich zu und ich kannte es vorher nicht, ich habe noch nie vorher davon gehört und es ist wirklich unglaublich, wie ich mich schon jetzt tausendmal wiederholt habe, beängstigend und es kann öfter im Leben passieren und ich hoffe inständig, dass das nicht nochmal passiert, weil es war nicht schön. Und ja, mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu erzählen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder vielleicht hört ihr das jetzt von mir und denkt, ach ja, scheiße, das ist mir auch mal passiert. Und ja, es gibt schon verrückte Geschichten, ne? So, ja, das wollte ich euch kurz erzählen. Ich hoffe, wenn das Video online kommt, ist es wieder ein bisschen wärmer. Und ihr bleibt alle schlafparalysefrei. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!